Oh, hi und herzlich willkommen hier zu einer Runde Mad Pack 2 mit dem lieben Karten1990. Hallihallo. Und der Spielpirat ist ja auch wieder am Start. Jo, was ist es hier mit Mad Pack 2 auf sich? Wir haben doch Mad Pack 1 damals gespielt. Damals wusste man nicht, dass es Mad Pack 2 überhaupt geben wird. Richtig. Was wir hier machen, ist, wir haben ein neues Projekt gestartet. Mad Pack 1 gab es so ein kleines Problem bei uns, deswegen wir den Server und so weiter nicht mehr in Betrieb nehmen konnten. Und hat auch viele Bugs und so weiter rausgeschmissen. Und nicht umsonst gibt es jetzt mittlerweile Mad Pack 2. Ich glaube, ich muss mal die Sounds runterstellen. Stimmt, habe ich Irgendwie, das. glaube ich, sind die Geräusche, wobei die sind eigentlich übernommen worden. Nee, ich habe alles richtig. Ja, ich nicht ganz so. Freundliche Kreation auch ein bisschen runter. Blöcke auf 100%. Nervt extrem. Ich glaube, du hast die Spawn Protection an, kann das sein? Habe ich das? Ja, ich kann in dem Bereich die Blätter nicht, die Blätter sage ich schon, die Gräser nicht abbauen. Ja, das ist eine Sache, die könnte ich nochmal korrigieren. Scheiße! Nein! Es fängt ja schon mal gut an! Nein! 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 Ich wusste. Es greift an. Nein! Nein! Kann! Guck mal, wer von rechts kommt. Nein, das auch noch. Es fängt heute schon so klasse an. Scheiße, Kusch, Kusch. Wir haben hier eine super geile Position, ja? Nein! Kahn ist Nein! aktuell noch bei Nein! 12 von 20 Leben. Nein! Ich muss weg. Er wird verfolgt. Ein spannendes Rennen. Wer wird überleben? Aua, aua, ich Liebe nicht. Kahn. Kahn, wir sehen uns gleich wieder hier am Board. Ja, wahrscheinlich. Scheiße. Ich sag dir aber eins. Ich habe gerade Hunger. Ich habe noch zweieinhalb Herzen, zweieinhalb Keulen. Und wenn man bei null ist, stirbt man. Und da mir absolut nicht in Sinn kommt, was ich hier fressen kann, bin ich sowieso auch gleich tot. Aber ich finde es schon mal lustig. Jetzt ist gerade die Wette, wer zuerst stirbt. Ja. Ich habe mal hier gerade so ein paar Bären gefunden. Super. Ist schön für dich. Hey, getting wood. Die regenerieren extrem. Bist du immer noch verfolgt? Nö, ich glaube, ich hab sie, bin sie losgeworden. Ansonsten gucken, ob du irgendwie Asyl beantragen kannst bei irgendwem oder so. Keine Ahnung. Ja, keine 2 Minuten. Ja. Und schon halb Und der tot. Spielpirat und der Kaden sind beide getrennt. Sind beide kurz vorm Sterben. Kaden? Oh, er hat ein Werkzeug gemacht. Oh, meine Nein. Maus. Oh, meine Maus, meine Maus, meine Maus. Ja, genau. Wir machen Mad Pack 2. Als Stream-Projekt. Ja, nur mal so als Information, vielleicht am Rande der Bande. Das Schon, heißt, ja. Ist ja auch immer wichtig. genau. Wir werden zusammen und einzeln streamen. Ist, denke ich mal, gar nicht so schlecht. Ja. Sprich, wir wollen halt jetzt nicht so ein. Warte mal, ist hier. Oh. Moment. Ich muss gerade nochmal umstellen in meinem Menü, nämlich. Es war beim letzten Mal noch gewesen. Ist noch der Cheat-Modus drinne. So, Kommt so. irgendwie nicht so gut. Genau, wir werden also jetzt gucken, dass wir. So, machen wir das hier. Was wollen wir machen eigentlich? Kann man das sagen? Ich habe jetzt schon mal die Worte vergessen. Du hast die Worte verloren. Ja, ich glaube schon. Also, wir wollen auf jeden Fall streamen. Das ist so das, was wir auf jeden Fall richtig, richtig, richtig hier begeistert machen wollen. Das bei Achso. unseren beiden Kanälen vor allen Dingen. Und was wir noch machen wollen, ist, ja, genau, zusammen. Einzeln diese ganzen Geschichten halt. Weil wir haben momentan ja, die Überlegung eben halt, wie wir das machen können. Nicht jeder ist immer da. Das ist ja bei uns zumindest jetzt immer so festgestellt. Ach, Kaden, bist du das oder wer ist das da hinten? Wo? Ja. Ah, das bist Ich du. stehe wieder fast am Spawn. Ich habe mal die Kiste und den Workbench hier hingebaut. Ja, sehr gut. Wo bist du? Genau. Also der Stream-Kanal von Kaden, schreibe ich auch noch mal in die Videobeschreibung. Ja, ich stehe dann auch bei Kaden mit drinne. Und man kann ja so ein Multistream öffnen, man kann ja verschiedenste Sachen machen. Ja. Und halt auch einzeln, weil wir denken mal, wir werden auf jeden Fall einmal die Woche zusammen streamen. Wir Minimum. versuchen es. Genau. Das ist irgendwie so. Ist schon am Sterben? Okay. Also, ob wir es schaffen, es kann auch sein, dass wir einfach mal, ist ja selbst wie es ist, halt ein voller Terminkalender oder so. Und wir finden nicht beide zusammen. Und auf jeden Fall findet man dann immer so Teilstreams auch einzeln. Damit werden wir auch den Leuten gerecht, die gesagt haben, ey, komm. Machen wir das Projekt alleine ohne Spielpirat oder machen wir halt alleine ohne Karten, ja, also die ganzen Geschichten. Für Und jeden was dabei sozusagen. richtig, und ich denke, das wird auf jeden Fall was. Was sind das denn? Sind das Äpfel oder? Hier sind Herzen. Herzen? Hilfe! Klopf mal hier drauf mit der rechten Maustaste. Siehst du das? Der rechten Maustaste? Nee. Auf dieses Bla diese Frucht hier? Nein.
Dahinter kommen Herzen. Nein. Bei mir nicht. Rechte Maus, das sagtest du. Ja. Nein. Ich hab's einfach mal gegessen. Okay. Da kamen bei mir Herzen gerade. Ganz merkwürdig. Oh, das sind ja auch Äpfel. Da kommen auch schon wieder. Warum sind denn da Herzen? Verstehe ich nicht. Okay. Ach, das ist cool. Kannst du mir mal verraten, was diese Hungerleisten jetzt sollen? Ich verstehe das nicht, weil irgendwie habe ich da mal leere und mal da läuft irgendwie so ein Countdown, bis es leer ist und halb irgendwie. Also wir sind uns momentan noch am Erkunden. Für die Leute, die es interessiert, Madpack 2 läuft auf 1.7.10. Ja. AT-Launcher. Das heißt, AT-Launcher, richtig, genau. Ist auch wieder mal verlinkt. und wenn wir mal gucken. Ey, wir haben jetzt echt viel zu entdecken gerade. Und wenigstens, also ist ja keiner gestorben aktuell. Das Sterben wollen wir uns aufheben für den Stream. Mhm, wir versuchen es. Ja. Wobei die erste Nacht kommt. Und ehrlich gesagt habe ich nicht allzu viel zu fressen gerade aktuell. Ich habe Fische gefunden. Du hast Fische gefunden? Yep. Lagen die da so einfach am Strand oder was? Ja, genau. Nee, jetzt wirklich. Die lassen, die droppen die komischen Viecher, die mich verfolgt haben, aus dem Wasser. Ach so, okay. Ah, und die hast du getötet gehabt oder haben die einfach nur gedroppt? Ich glaube, die sind einfach gestorben, weil sie auf Land waren, nicht mehr im Wasser. Ach Quatsch. Glaube ich, ich bin mir nicht sicher. Ist ja geil. Ich versuche gerade mal die Spawn Protection abzubauen. Also, die Spawn Protection abbauen. Genau, die Gräser eben halt. Was habe ich denn hier gerade? Potato Seeds habe ich hier. Belladonna. Reis. Ich habe Reis. Ja, okay. Ich habe noch Wochen gefunden. Ich glaube, ich futter da mal ein paar, weil mir geht's nicht gut. Kann man da nicht welche pflanzen? Haben wir nicht, ne? Stimmt, die könnte ich aber vielleicht eher pflanzen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Warte mal. Ich mach mal eine Ho. Mach das. Habe ich schon. Time to farm. Ich glaube, ich mache mal kurz eine Schaufel. Wo habe ich das Holz hin? Da. Ja, hier ist nämlich nur Strand. Das ist kacke. Genau, deswegen wollte ich jetzt hier noch ein bisschen, wie heißt es? Ich gehe aber schon mal hier ran. Ja, die umtragen. Wahrscheinlich kommen hier aber gleich diese hässlichen Viecher. Ach, die sind doch ganz harmlos. Die wollen doch bloß spielen. Aber wieder direkt, kam der, weil du in der Nähe vom Wasser warst? Oder weil du direkt im Wasser warst? Ich dachte, ich rette mich ins Wasser. Das war vielleicht nicht so intelligent. Verstehe ich so gar nachhinein. Nicht. Okay. Ich habe uns mal hier so ein bisschen was befruchtet. Was? Ja, komm, Junge. Was sind denn Wasserartischockensamen? Wollt ihr mich verarschen? Waterartischock, cool. Braucht man für Witchery. Was machst du hier? Ich klebe da noch ein bisschen Erde rein. Was machst du hier? So, ist gar kein Problem. Ich pflanze mal gerade. Pflanze mal das Zeug. Hier. So viel wir haben. Was auch immer ich da habe, keine Ahnung. Aber Reis ist Reis. Reis habe ich. Ein Blümchen brauche ich nicht pflanzen. Aber ich kann die Wasserartischockensamen nicht pflanzen. Die musst du ins Wasser pflanzen. Nein. Doch, daher Waterartischock. Ja, aber ich wusste nicht, dass man sowas ins Wasser pflanzen kann. Ist ja crazy. Das ist alles krasse Sache. Das ist so ein Witchery. Okay. Jetzt müssen wir. Okay, Witchery habe ich überhaupt noch gar nicht so richtig viel Erfahrung. Ja, ich von Trusty Betrayal noch. Ah ja, okay. Ja. Ja. Ja, hätte ich wahrscheinlich auch gesammelt. Unser Lieblingsprojekt. Genau, wie das halt immer so ist. Leidensgenossen finden auch wieder zusammen. Alter, ich sterbe. Nein. Ich sterbe, Junge. Mein Tod ist. Nein. Ich habe nur noch ein Essen. Nein. Lass mich nicht umsonst sterben. Warte, guck mal her. Essen. Pirat, umdrehen. Gleich. Hier liegt Essen. Gleich. Denkst du, ich überlebe die Nacht? Meinst du, das Essen ist wirklich sinnvoll investiert in einen Halunken wie mich? Gut, dann halt nicht. Wie viel Leben hast du noch? Ich bin voller Leben, aber nicht mehr voller Essen. Wie viel Essen meine ich? Ja. Ich habe halb voll. Ich bin optimistisch, das ist halb voll, nicht halb leer. Okay. Judy. Ja, ich werde schon mal meine Sachen hier reinschmeißen. Das mache ich auch als regelmäßig. Es war schön mit dir. Verlässt du mich schon? Ich nehme stark an. Ich mache mal einen provisorischen Unterschlupf für die Nacht. Mach das mal. Ich mache mal eine Doppelkiste hier draus. So. Machst du aber toll. Ich sag doch provisorisch. Ja, die ist ja. Ich auch kann ich hier an. Nicht Spawn Protection, scheiße. Unser Haus hat ein Loch wegen Spawn Protection. Genau da, wo die Lücke ist. Ja, ist gar kein Problem, da kann ich dir helfen. So,
bevor ich sterbe. Das ist so provisorisch gleich. Mit niedriger Decke. Ja, naja, lieber, weißt du, man weiß ja nie, was hier noch passiert. Obwohl das Starkwood-Holz cool ausschaut. Ich mach mal die Tür. Ja, ich hab noch ein halbes Herz. Ich muss ja auch wieder reinkommen, wenn ich sterbe. So. Hm. Wir haben keine Kohle. Nee. Oh, ich hab jetzt auch. Oh, guck mal, was. Langsamkeit 3. Schwäche. Abbaulähmung. Übelkeit. Wollt ihr mich verarschen eigentlich? Prinzipiell bin ich wirklich nicht mehr am Leben. Willst du eigentlich die Party noch annehmen vom Questbook? Mach ich, sobald ich tot bin. Okay. Ich werde noch mit meinem letzten Leben hier. Leute, es war schön mit euch, ja? Du gräbst dich jetzt ein. Ich grabe mich ein, es ist mir peinlich. Was ist das eigentlich? Bright, das ist hoch, okay. Ich versuche mich gerade nochmal hier so zum Stein, dass wir uns einen Ofen machen können. Und ein bisschen Holz, guck mal, da ist nämlich Stein. Hat nicht. Kannst du nämlich gleich. Ich habe eine Spitzhacke gemacht schon. Ach, du kannst hast du schon aus dem Ding rausnehmen, genau. Ah, eine Spitzhacke, okay. Ich hätte noch eine Schaufel für dich, dann, damit es schneller geht. Ich habe eine, nur ich bin gleich tot. Nachher droppen die Dinger irgendwo und ich krieg die nicht mehr. Achso. Gut, so, dann hab alles gesaved. Ich guck mal, was draußen noch so ist. Ja. Werde mich mal einfach aggro mit jemandem anlegen hier. Mhm. Tot. Gut, Starve to Death. Okay. Hast du mit niemandem angelegt? Guck mal da oben, ist im Kopf. Ey, es ist so geil. Wenn jemand hier stirbt, legt der Kopf mit Hut und Bart. Süß. Das ist Hammer. Hammer. Jetzt können wir Wall of Death machen. Wie ich aussehe. Ja, definitiv. Toll. Hast du genug Stein abgebaut? Ich hab einen Ofen. Oh, du bist, ey, sweet, wirklich. Oh, das ist sweet. Das ist definitiv krass. Also ich verbrenne das. Ich mach mal da ein bisschen Holz rein, dass wir uns ein bisschen Kohle machen. Und es werde Licht. Vielleicht finde ich ja Kohle. Da. Ich habe zwar keine Hoffnung, aber... Kohle, Kohle. Hast du noch Steine? 3 Steine oder so? Warte, ich bring gleich welche hoch. Ich bin hinter dir. Ich hab sogar... Ich kotze dich auch hier. Hoch. Hä? Was ist? Ja, hab ich. Okay. Hab ich. Hast du. Okay. Was brauchst du? Steinspitzhacke wäre angenehm. Kommt alles, Bro. So. Machen wir das gerade mal. Ach, kann ich ja jetzt 2 machen können. Was ist das? Ach so, Marvel. Ja. Vielleicht geh noch ein bisschen tiefer, vielleicht finde ich ja auch Kohle. Ja! Wohl für so, die Höhe soll der Kohle egal uns, sein, oder? Ich mache uns gerade mal hier ein paar... Komm mal her. Ja, ich bin da. Oh mein Gott, das wäre der Licht. Ja, Bro. Hä? Position? Ach da. Und da die Spitzhacke. So eine... Oh Gott, ich sehe was. Grundversorgung muss man ja machen, weißt du? Was siehst du? Licht. Ach so. Junge. Da unten ist ein Name. Oh nein, die Viecher haben ja jetzt Namen. Sweet Potatoes. So, das ist noch ein roher Lachs und ein roher Fisch. Okay. Leute, das ist auf jeden Fall interessant. Ich hoffe, euch stört es nicht, wo jetzt gerade die Webcam hängt, weil die Facecam ist, da muss man ja Platz finden für in diesem Spiel. Mhm. Alles gar nicht so einfach. Ich habe mal den Fisch durchgebraten. Oh, cool. Ich wäre cool, wenn wir irgendwie ein paar... Ach, pass mal auf. Jetzt kommt's. Ich suche Spinnen. Du suchst Spinnen. Für ein Bett. Hast du ein Schaf schon irgendwo hier gesehen? Nö. Genau. Dementsprechend, und für eine Angel. Ich glaube, Verpflegung ist das größte Problem, was wir haben. Pathetisch. Aber ich glaube, bevor ich hier eine vernünftige Spinne finde, bin ich wahrscheinlich schon tot. Wahrscheinlich. Einfach nur, weil mich aus Protest irgendwas... Oh, da weißt du... Wow! Mit was kämpfst denn du? Ich glaube, wir gehen rein. Kommen Sie rein. Schließen Sie die Tür. Was? Es fängt ja gut an. Was zum Teufel war denn das gewesen? Ich weiß es nicht, es hat auf dich geschossen. Ja, es hat eindeutig auf mich geschossen. Verdammt. Okay. Ich gehe mal mit meinem Holzschwert raus, ja? Sterben muss gesund sein. Mhm. Lass uns mal gesund sterben. Gesund sterben? Das hört sich irgendwie... Vielleicht droppt das irgendwas. Habe ich getötet? Monster Hunter, ja, du hast was getötet. Hier ist irgendwas Unsichtbares, was mich vergiftet hat. Ach, das ist so ein... ja. Das ist Gift. Was? Das ist Gift. Das ist richtig. Sehr gut. Ja, Mann, Monster Party. So. Was ist denn das hier? Ach.
hier nicht mehr raus. Ich habe Samen gefunden. Eine Wasserartischocke. Ja, gibt's hier eine Spinne? Es gibt hier keine normalen. Also, weißt du? Also, was? Also, weißt du? Ich habe eine Mango gefunden. Okay, ich habe zwei Mangos gegessen. Ja, Mann! Okay. Ich bin Selbstversorger, weißt du? Isst Mangos, läuft. Ja, was habe ich hier? Eine Pflaume habe ich auch gefunden. Oh, diese Spawn bitte. Ja. Mal beim, weißt du, mach ich den raus, Dude. Mhm. Mhm. Glaub, ich hab. Uhr. Das ist ein End. Ich hab was gehört. War das oben oder war das unten? Ah, dieser scheiß End greift mich an. Verdammt! Und irgendwas anderes kreicht hinter mir. Ich hab keine Ahnung. Nein, eine Fledermaus. Geh doch kacken. Stirb doch einfach. Alter. Die Fledermäuse explodiert. Couchhüpper? Ich hab, Hä? Ich weiß nicht, was ich gerade getötet habe. Was ist denn da oben gerade? Das war der Mond. Oh, ich habe schon Angst vor dem Mond gehabt, Mann. Ich habe 3 Leder. Ah, okay. Ja, durch eine Fledermaus. Ich habe dir erstmal richtig das Leder über die Ohren gezogen. Oh, der war so schlecht, Alter. Ich vergrabe mir. Ist okay, Leute. Hier für die Leute, die noch nicht ausgeschaltet haben. Wenn es euch interessiert, was wir hier machen, wäre es cool, wenn ihr uns mal so ein kleines Feedback da lasst. Irgendwie, dass wir so wissen, okay, wie findet ihr das Mad Pack 2? Ja, wollt ihr definitiv mehr von sehen? Und wenn nicht, warum machen wir trotzdem mehr? Sherry, so sehen also, okay, alles klar. Sherry in braun sieht schon ein bisschen vergammelt aus. Ja klar, ein Enderman. Ich weiß nicht, ob ich vor dir Angst haben muss im Verhältnis zu den anderen Viechern, aber ein Enderman ist jetzt nicht so gerade mit dem Holzschwert das war, und so. Das war, ich habe Angst, vor mir steht ein Ghoul, der greift mich aber nicht an. Wow! Hallo? Creeper und ich kann nicht rennen. Okay, ihr greift doch an. 2 Creeper um die Ecke gekommen, ich hab's abgehängt. So. Dude. Ich hab Kohle gefunden. Ah nein, bist du unten oder bist du noch? Nein, du? Ich bin oben, ich hab einen Ghoul erledigt, der hat Kohle droppen lassen. Yo, Bro. Ah, da bist du. Hi. Kommen wir da hinten die Creeper in die Luft jagen? Moment, ich bring die Kohle in Sicherheit. Gut. Ich bring schon mal die 2 Blöcken Erde hier in Sicherheit. Dann kann man die auch nicht mehr verlieren, weißt du? In Sicherheit, ja. Hier ist auch Spawn Protection, also sprich, ich kann sie auch nicht klauen. Richtig. So einfach ist das hier bei uns. Ein Creeper ist explodiert. Ach, da ist nochmal einer. Hey, du. Wo bist denn du? Ich mache einen Tanz mit den Creepern. Verarscht. Wow. Noch einer. Wie schnell gehst denn du in die Luft, Alter? So. Freundchen. Hallo. Was? Du hast ihn sehr gut. Yep. Ich finde die grünen Fische ja cool. Was? Ich hab was für dich mitgebracht. Nein! Doch. Nein, weg damit. So. Guck mal, wir können die Champignons. Was ist denn mit den Champignons? Ach, guck mal, da sind andere Pilze, die da rauskommen. Verschiedene. Ach, cool. Huch. Oh. Autsch! Bist mir gerade in den Schlag gelaufen. Ja. Genau, so sieht's aus. Ja. Ich bin dir da reingelaufen. Ach, cool. Pumpkins. Müssen wir mal gucken. Okay. Ich habe jetzt aber verschiedene, oder? White Mushrooms, Pilz und Pilz. Pilz und Pilz, ja. Sind das die... Achso, hier ist Spawn Protection. Der ist aus Minecraft. Der ist aus Minecraft und der ist aus Minecraft. Pilzsuppen, Junge. Junge! Junge? Ich habe 2... Das nicht... Was ist denn das? Das ist nicht... Ein Spirit? Oh. Was ist denn los? Okay. Da flog gerade ein Spirit an mir vorbei, also ein Geist, eine Seele, wie nennt man das? Ja, sehr geil, Leute. Mach das Pilzsuppen. Was? Pilzsuppen. Brauchst du was zu fressen? Och ja, ich würde nicht nein sagen. Guck mal hier. Schau mal, gucken, ich gebe dir Pilze zurück. Eine ganz komische Hungerleiste für die regeneriert. Ich verstehe die noch nicht ganz. Ach, dankeschön. Bitte? Okay. Okay, alles klar. Wir brauchen noch von den roten Pilzen welche. Oh, ich habe noch normal die Seeds gefunden. Moment, die pflanze ich gleich ein. Alles klar. Ich gehe mal noch ein bisschen auf Pilzjagd, damit wir... Was zum Futtern kriegen. Ja, weil das ist natürlich jetzt gerade die idealste Lösung. Auf den Baumstämmen wachsen die Dinger. Da wachsen echt bis zu 3 verschiedene Sorten von Peppi-Pilzen hier. Das ist ja der Wahnsinn. Die dürfen wir auch nicht abkloppen, denn die... Welche?
die Baumstämme und so, wo die drauf wachsen anscheinend. Wachsen die nur auf so einen Baumstämmen oder so. Okay. Ist das fertig? Nein, glaube ich. Pflaume? Okay, ja, oh, das läuft. Könnte man, ich habe überlegt, ob man jetzt so eine kleine Höhle macht, wo wir unsere Pilze züchten können. Andersrum, wenn die auf den Baumstämmen die ganze Zeit wachsen, da kriegen wir richtig viel. Ich denke, dass das sogar schneller ist, wenn wir das ja einfach in der Umgebung oder so abbauen. Oh nein, da ist eine Fledermaus. Glaube ich. Wo denn? Bei uns? Ne, die hängt im Baum fest. Oh, ich habe hier einen großen Pilz gefunden. Ein groß? Mhm, der ist ja fertig ausgewachsen. Oh nein, das ist mein... Nein, das ist mein Lieblingsgegner. Was? Du redest den Rätsel. Diese grünen Viecher, die mich vorhin angeschossen haben. Wo bist du denn gerade? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich bin in den Wald verschwunden. Ich habe Enderman gehört. Oh Gott. Ja, sehr gut. Er ist einfach im Wald verschwunden. Ja, war schön mit dir. Du weißt schon, wo der Homepoint ist. Hast du einen Homepoint gesetzt bei dir? Ich weiß, wo der... Oh, ja, weiß ich. Verdammt. Wie komme ich jetzt hier? Ich muss fliehen. Tot. Oh, hier ist Kupfer. Ich habe aber auch gerade ein Vieh gehört, was ich nicht gut finde. Wow! So, scheiße. Was ist dieser Wald? Dieses Laservieh hat mich auch angegriffen. Was ist das? Der hat mir 6 Sticks gegeben, verdammt. Es hat dir 6 Sticks gegeben? Ja, 6 Sticks habe ich bekommen von dem. Die, so schwer waren die doch gar nicht, war ein bisschen so Pussy auf vorhin weggerannt, Mann. Ja, ich meine, gut, du hast kein Schwert gehabt, aber warum bist du so Pussy auf weggerannt, Mann? Ist ja wohl unerhört hier. Kahn. Freundchen. Okay, ich habe die Seele getötet. Ich habe Ektoplasma bekommen. Ich gehe mal ein bisschen Berries essen. Okay. Ekmo. Was? Ektoplasma. Ektoplasma. Ja. Ja, das läuft bei dir hart, würde ich sagen. Läuft hart, ja. Mhm. Ich mach mal gerade noch ein paar Süppchen. Was? Ha? Alles wird gut. Ich hab die Tür zugemacht. Hast du die Pilze genommen? Nein. Ja, lass mich ruhig blinzeln. Alles in Ordnung. Bestimmt. So, alles okay. Klar. Machen die noch. Ups. Wow. Guck dir das mal an. Die sind nicht stackable. Wir bräuchten eigentlich so ein bisschen was. Kannst du was rausnehmen, wenn du willst? Ja, ich esse ja gerade mal was. Ich mach mal gerade nochmal aus dem Holz hier eine Doppelchest, okay? Okay. Kann man ja für Essen verwenden. Achso, kann ich ja nicht öffnen. Gut, ja. Herr Pirat, stellen Sie sich einfach dumm an. Dann kommen Sie hier auch weiter. So, dann mache ich da mal gerade was. Ich mache mal gerade für Verpflegung die eine Kiste, okay? Ja. Weil ich brauche bald eine neue Axt. Peanut, Onion. Obwohl, Verpflegung ist gut. Ist für fertige Verpflegung oder so. Weil, ja, es gibt so viele Sachen, die man hier anscheinend irgendwie schnabulieren kann. Ja, das ist richtig. Viele davon kann man ja noch verarbeiten. Die von Pam's Harmcraft. Ja. Ich pack mal die Fische und Pilzsuppen und sowas in der Richtung. Ich fress mal die Sachen, die man verarbeiten kann, einfach schon mal so. Einfach aus Protest. Wir brauchen noch unbedingt Holz eigentlich, ne? Ach, du machst schon? Ja. Den Darkwood hier okay, verkleinern. Okay, ich werde mal kurz einen Homepoint setzen hier. Das wäre vielleicht noch eine Idee, ja. Oh, weißt du? Zu Hause 1. Ja, Player Death, nein. Ja. ja, gut. Läuft bei mir. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Position markiert. Ich habe keine Ahnung. Wollte. Gut. Muss ich ja auch gleich machen. Ja. Äpfel. Ach, Karten. Karten. Oh, da ist noch ein Pilz. Wie weit bist du reingelaufen gewesen vorhin? Nicht weit. So ein bisschen. Warst du den Berg hochgelaufen, oder? Das ist südöstlich ungefähr bin ich gelaufen. Für den großen Pilz. Ich habe eine Walnuss gefunden. Okay. Ein Gummibaumholz, können wir sowas gebrauchen? Gummi, ja klar. Für Industrialcraft wahrscheinlich oder ist es mein Factory? Ah, wie geil, die kann man ja mit Sneaken auch abbauen, ne? Ach, ist Swain Miner drin? Ja, aua! Ah, okay, das macht natürlich einfacher. Alter, dich kann ich auch abbauen. Tot. Daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht, Swain Miner zu schauen. Zack, ja, nee, ist drin. Okay, cool, ist auch. Mit Sneaken.
Monster Party. So, dann geht es hier ein bisschen schneller. Zack. Alles ist okay. Alles gut. Gut. Ich habe bloß der Enter schreckt. Aber ich habe leider auch keinen Setzling bekommen, war. Sehr schade eigentlich. Ich habe 10 Stück. Nee, für die Gummibäume. Ach, für die Gummibäume. Ah, okay, das ist natürlich schade. Das ist wirklich schade. Ja. Das ist böse. Böse? Weil ich weiß auch nicht mehr, wo der ist. Ich weiß nicht, wo der war oder sein wird. Oder. Ach doch, warte. Jo, okay. Er baut zwar ab, aber die Blätter bauen sich nicht alleine ab. Vom Darkwood? Deswegen. Von den Gummibäumen, genau. Okay. Dementsprechend möchte ich die gerade per Hand mal abbauen. Weil ich habe das Gefühl, nur eine Stunde hier zu warten. Bringt's nichts. Ist vor allen Dingen nicht freundlich für mein Leben. Weißt du? So, ich glaube, ich habe genug davon abgebaut. Okay. Ich habe 4 Setzlinge von Gummibaum. Boah, heute komme ich mal nach Hause. Okay. Brauchen wir Kürbisse? Wow! Kürbisse. Wüsste ich jetzt. Ich glaube, ich habe auch gerade. Ach ja, stimmt, ich habe einen Gummibaum hier gerade auseinandergenommen. Habe ich einen Zeppling? Ja, ich gerne mal wissen, ob man. Oh geil, ich habe 3 Zepplinge davon bekommen. Wäre dann mal geil, wenn man aus Kürbissen noch sowas wie Kürbissuppe machen könnte, oder? Vielleicht geht es ja hier. Man kann ja nie wissen, was so Mods alles implementieren. Ja, das stimmt wohl. So, ich habe ein paar mitgebracht. Jo. Kürbisse. Kann man damit was machen? Ein Handschuh. Ein Kürbishandschuh oder was? Steht dran, Advanced Planter. Okay. Läuft. Ich komm rein. Okay. Töte dich. Kann man auch zum Essen verwenden. Echt? Mhm. Ja, sehr geil. Aber apropos Essen. Pam's Harmcraft macht das möglich. Was ist denn, wenn ich auf Shift... Ach, guck mal. Du kannst jetzt mit Shift auch übers Essen gehen. Ja, ja. Siehst du, wie viel die das da irgendwie... Gibt, ja. Aber was ist denn dieses komische Overlay mit diesem Gelben da? Ich glaube, das zeigt so ein bisschen, wie heißt's, die Sättigung an. Je nachdem, was du isst, hast du eine stärkere Sättigung. Also zum Beispiel Fleisch macht dich ja satter, als zum Beispiel, wenn du ein Gemüse frisst. Ja. Ich glaube, das wird damit so ein bisschen angezeigt, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich das so sehe. Also wenn ihr das da draußen wisst, könnt ihr uns ja gerne mal Bescheid geben. Vielleicht hat der eine oder andere schon heftigste Nahkampferfahrungen mit Madpack. Mit Madpack, genau. Haben ja noch viele irgendwie. Habe ich manchmal das Gefühl so, boah, ja, oh, cool. Komm, Alter. Ich habe doch nur den Baum zerstört und du blöder Ent kommst da raus. Ich hatte gerade 3 auf einmal. Critical. Echt? Mhm. Ich habe auch dafür Melonensamen bekommen. Ja, sehr cool. Ja, gleich mal einpflanzen. Ist eigentlich schon was fertig? Schaut ja nicht so aus. Ich Idiot. Ich habe gerade anstatt den Baum bin ich nach unten gerutscht und habe aus Versehen gerade die Erde zerstört. Oh. Ja, war ein bisschen dumm. Und damit ist erstmal direkt gerade die Spitzhacke in den Arsch gegangen. Quatsch, die Axt. Jungs. Okay, ein bisschen Holz ist dabei rumgekommen. Ich, ja. Carrot Seeds. Warte mal, machen wir es mal kurz so. Ja, wir haben ein bisschen Holz. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch Stein. Ja, ich wollte mich jetzt aber nicht in die Höhle verkriechen und die ganze Zeit Stein kloppen. Nicht? Wolltest du es nicht ein bisschen aufregender gestalten? Nein, wollte ich nicht. Ich wollte ein bisschen mehr Action gerade haben. Kann ich nicht verstehen. Es ist dunkel geworden. Hast du eigentlich mal nach unserer Plantage geguckt? Ja, ist schon noch nicht. Ich glaube, die Belladonnas, die sind fertig, aber die kann man nicht essen. Die sind bloß für Witchery. Vorsicht, du hast gerade angegriffen. Habe ich nicht gesehen. Töten wir ihn? Ja. Der macht unser Feld kaputt. Wow! Alter, was ist denn keine das? Keine Ahnung, es hat mich gelähmt, ich sehe es nicht. Ich habe Fische gefunden. Was? Gravity Ender? Ich muss hier weg. Irgendwas. Es sieht mich... Nein. Ein Phantom jagt mich. Irgendwas zieht mich runter. Oh, scheiße. Ich habe ein Phantom getötet. Okay. Kopf vom... Ja, warte mal. Oh, fuck. Ich habe Nemo gefunden. Ich habe Nemo gefunden. Ich habe einen Clownfisch. Yeah! Das war die Welt, das brauchte sie. Ich habe ein Phantom gerade getötet. Wo kam denn ein Phantom her? Verdammt. Let's it don't head. Also, okay, du hast einen Kopf davon.
Interessant. Ich krieg irgendwie nur Köpfe. Ich hätte mal ganz kurz hier aufs Dach kommen können. Oh Gott. Ich habe die Tür offen gelassen für dich. Dankeschön. Aber nichts drauf. Ja, ich glaube, ich brauche mal so ein neues Schwert. Ich habe nichts vom Phantom gekriegt, obwohl ich es getötet habe. Schade. Mit echauffiert. Echauffiert, so, so. Okay, ich habe gerade ein bisschen Baum noch abgebaut. Dachte ich mir. Wäre gar nicht so schlecht. Achso, okay. Holz können wir gebrauchen. Ich würde es mal gerade einfach reinschmeißen, dass wir uns ein bisschen Holzkohle machen können. Ja. Mach das. Das ist gerade mal gar nicht so schlecht. So. Wie viel Holz haben wir? Wir haben doch bestimmt schon genügend Holz, um das Ganze hier auszubauen, oder? Jo. Außer du wirst hier in diese kleinen Bude versauen. Also. Wir haben 4,5 Stacks. Sollte eventuell passen. Kann man machen. Aber auch nur eventuell. Mhm. So. Ich finde das voll cool, das Dunkle. Wunderbar, ja, ne? Das? Hat auf jeden Fall so irgendwie so einen gewissen Touch von cool. Touch von cool. Ein gewisser Touch von cool. Ach, warte, ich fress nochmal kurz was. Und, hast du in der Zeit bestimmt von vornherein an, wie viel von meiner Hungerleiste mit dem Essen auch... Ah. Meine Fresse. Oh, geiler Himmel. Nein! Ach, ich kann hier nicht gern alles bauen wegen Spawn Protection. Vielleicht sollte ich nicht gerade das Haus machen. Ja, du hast recht. Das ist wohl ein Problem. Aber hier auf dem würde es sich ganz gut anbieten sogar, ne? Ja, hat man ein bisschen Platz. Komm, haben wir noch Seeblick. Kommst du mal kurz her zu mir? Jo. Lass uns mal ganz kurz, ich würde gerne ein bisschen Holz, ich habe zwei Steinspitzhacken. Dass du mal so kurz guckst, wenn er hier, hier, pass auf, hast ein Steinschwert. Na, die Ents eher mit einer Axt töten, das ist effektiver. Tu das. Oh. So, weg ist. Okay, ich glaube, wir sollten anderes Holz bevorzugen, das hier. Oh, du scheiß Axt. Wow. Okay, jetzt geht. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh nein, meine Axt ist kaputt. Das ist ein 62er End. Root Riot! Was? Forest Parasites. Root Riot has begun. Ich habe gerade so ein Overlay gehabt. Was war das? Ich auch. Was? Was war das? Ich hab, Root ich hab, Riot. What the weiß fuck? Ja nicht mal, was das heißt. Ich auch nicht. okay. Ja, auf jeden Fall hat es begonnen. Es hat begonnen, ja genau. Ist ja eine Sache, die Madpack. Root Riot is over. Okay. Unser Schwierigkeitslevel hat sich erhöht. Das ist ja vorne auf 0,0, das ist auf 0,9. Ja, wie? Ernsthaft? Wir haben jetzt gerade so eine Art Schutzzeit gehabt? Anscheinend. Ich habe mich jetzt nicht wie in einer Schutzzeit gefühlt. Ja, wobei, ich bin beim ersten Mal Madpack natürlich öfter gestorben, aber... Was zur Hölle ist das da hinten? Oh nein, keine Fledermaus. Ich baue mal gerade noch mal kurz hier ein bisschen Stein ab. Ein Shambler. Ich sag einfach nein. Root Riot. Okay, jetzt bin ich auch ein bisschen überfragt gerade. Ein bisschen Stein habe ich noch mal abgebaut gehabt. Ach, Gott. Nee, da kann ich ja keine Kiste. Ach Gott. So. Machen wir zwei Einzelkisten. Ach nein, ernsthaft. Ich hab zu viel. Geht nach wie vor nicht. Okay, Gut. Also unsere vorgenommene Viertelstunde ist dann doch mehr als 30 Minuten geworden. Nein, ernsthaft? Doch. Ach, leck mich im Arsch. Okay. Ja, gut, dann würde ich vorschlagen, war es erstmal ein cooler Auftakt gewesen, oder? Mhm, ja, schon, war spannend und es bleibt interessant auf jeden Fall. Würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also wir werden auf jeden Fall streamen. Es kommen auf jeden Fall mehr Streams in der Woche, also mehrere Streams in der Woche. Wir werden auch nicht gleichzeitig verschiedene Sachen, also ne, es ist halt immer so, dass ihr könnt auf jeden Fall gucken und das verfolgen. Wir werden das Ganze bekannt geben natürlich, also wann der erste Stream stattfinden wird, schreiben wir in die Videobeschreibung unten rein. Ja. Ja. Und da ist eine Rose für dich. Eine Rose, bitteschön. Weil eine Rose kaufe? Ja, natürlich, aber nicht von dir. Du. Verdammt. Ich schelm. Ich habe eine eigene Rose. Bin der grüne Holländer, wie man sieht. Ja. Ich bin der grüne Holländer. Der so. Grüne. Wo genau, waren wir? Mal hier. So, wir gehen mal so hin. Ich würde sagen, über Twitter, wenn ihr Twitter habt oder sowas, war richtig cool, kommt mal bei Twitter vorbei.
Followt uns, wir werden auf jeden Fall ankündigen, wenn wir einen Stream machen. Könnt natürlich bei uns auch Twitch subscriben, ja, beziehungsweise followen. Und dann seht ihr natürlich auch, wenn wir reinkommen. Aber wir werden es natürlich ein bisschen rechtzeitig vorher Bescheid geben. Wir würden uns freuen, wenn ihr eine kleine Bewertung da lasst. Schräger eben halt mal so eure Meinung äußert, ne? Tja, genau. Man sieht sich. Dann würde ich sagen, bis dann. Tschüss. Tschüss.